Hallo Freunde, ich bin's, euer Toto Clash. Ich wurde gebeten, nochmal ein Review-Video zu machen. Diesmal mit meiner goldigen, brummigen Stimme. Ich denke, man hört jetzt auch so ein bisschen besser mein Mikro. Und wir gehen auch gleich rein. Unser Clankrieg ist zu Ende. Wir schauen mal auf die Mappe drauf. Wir haben kassiert, der Gegner war in Ordnung, war aber dann unten nicht ganz so erfolgreich. Hier sieht man, dass noch 9er offen ist. Da hätte man noch locker einen Stern holen können. Wir gucken mal in die Details rein, Events. Wir sehen, dass der Gegner hier schon etwas dezimiert angefangen hat, nämlich mit zwei Fails. Direkt auf Joker Chris, das ist Nummer 2, ist Bartos Elber. Da hat der 2er und der 1er schon gefehlt. Währenddessen hat hier Steffi schon mal einen schönen Dreiständekampf gemacht, den gucken wir uns auch mal an. Ich habe die selber auch noch nicht alle gesehen. Eigentlich gucke ich immer alle Kämpfe im CK, aber gebe auch gerne meinen Senf dazu. Den hatte ich jetzt noch gar nicht auf der Fahne. Ich weiß aber, wie Steffi angreift. Steffi klärt immer rechts links mit den Bowlern und kommt in der Regel relativ gut, muss man sagen, mittig rein. Also der Funnel war wirklich spitze. Das, was Steffi dann noch zusätzlich macht, sie friest die Clan-Truppen. Das machen einige bei uns und vergiften die dann währenddessen. Das klappt auch ganz gut. Vor allen Dingen, wenn Luftgruppen drin sind. Aber auch hier sehen wir wieder, die Queen geht sauber mit rein und cleart schon einiges. Entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen erkältet. Und ab und zu auch mal räuspern. Will deswegen nicht immer ewig das Mikro leise machen. Jo, das ist jetzt ein Rathaus 9er gewesen. Ist natürlich für ein Rathaus 10er schon etwas einfacher, vor allen Dingen mit den Bowlern, selbst auf Level 1 rocken die schon durch so eine Base ganz gut durch. Ich spule das immer mal wieder so ein bisschen vor, sonst geht etwas zu viel Zeit verloren. Das waren halt relativ die 3 Sterne. King lebt noch, King tankt sogar. Wird jetzt vermutlich sterben, aber die Queen ist noch dahinter. Und ist sogar noch zimper, also alles im grünen Bereich. Waren das die ersten 3 Sterne. Ach, sauber. Okay, gehen wir mal weiter höher. Ich zeige ein paar schöne Angriffe von uns, denke ich mal. In der Analyse hier haben wir einen sehr, sehr knappen Kampf von unserem Paar, der eigentlich ein bisschen sparen wollte, geht im Moment auf RH8 und geht diese Base etwas lessons fair an, würde ich mal sagen. Aber naja, seht selbst, wie er das gemacht hat. Ich meine, ich fand den Angriff schon in Ordnung. So kann man das machen. Und am Ende, auch hier spule ich ein bisschen vor, wurden es dann trotzdem 3 Sterne. Sehr interessant, die Kombi. Habe ich in der Form jetzt auch noch nicht gesehen. Ist ein Rathaus 7 auf ein gerade so Rathaus 7. Also der Gegner ist eigentlich noch Rathaus 6. Und kommt jetzt mit seinen paar Riesen rein. Ich habe zwar eine Bombe, er heilt die so ein bisschen durch. Das macht gar nichts, dass die Heiler jetzt eigentlich auch sterben. Ich finde, das hat sich gelohnt. Die Riesen sind trotzdem gut durchgekommen. Kommt jetzt mit seiner CB. Da hat er eine Hexe und eine Valkyre drin. Ist natürlich auch gerade die Valkyre aufgrund der vielen Heal Points. Ist das natürlich schon eine Obtruppe für so eine Base. Ich glaube, die schafft auch alles bis zum Ende. Die Hexe tankt sogar so ein bisschen, weil jetzt auch keine Tanks großartig mehr über sind. Aber das waren auch die 3 Sterne. Hat er gut gemacht. An der 24 haben wir uns ein bisschen gekrampft, muss ich sagen. Letztendlich muss von uns doch 9er machen. Krümel ist aber ein ganz frischer 9er. Hat aber trotzdem schon, wie wir hier sehen, 4 Zauber. Das heißt also das Übliche, er blitzt 2 Blast weg, kommt dann in der Regel
dem Feger in den Rücken. Und dann ist diese Base eigentlich auch relativ schnell Geschichte. Ich mache das mal in zweifacher Geschwindigkeit, weil es sonst etwas zu lange dauert. Jetzt so ein bisschen mit den Luckys, das mache ich eigentlich auch immer ganz gerne mit meinem R8-Account, dass ich mit den Luckys schon mal so ein bisschen vorkläre, dass die Drachen quasi sofort auf Dev-Gebäude gehen oder gleich die ersten Gebäude innerhalb der Base. Und hier fliegen aber alle, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Hat zwei Loons im Petto von sich selber. Was ich auch ganz nett finde. Hat einen Lava-Hound in seiner Clanburg, der geht sogar noch schön mit auf. Haben wir auch ein paar Lava-Puppies dazu für ein Clean-Up. Aber ihr seht selber, der Clean-Up, da leben jetzt noch einige Drachen. Aber so ist das nun mal. Je mehr Drachen wir in der Base haben, desto mehr tanken die auch. Die Luftabwehren können sich ja immer nur auf einen Drachen eigentlich konzentrieren. Machen an der Stelle keinen Flächenschaden. Wäre ja mal eine Idee, die Luftabwehren so zu konfigurieren, dass sie auch Flächenschaden. Wir gehen noch ein bisschen höher. Jetzt muss ich mir mal ein paar Kämpfer raussuchen. Also es waren alle Kämpfer gut. Unser Clan ist kein schlechter Clan. Wir legen eigentlich immer gut dagegen, auch wenn wir unfaire Gegner bekommen. Mit unfairen Gegner meine ich, dass der Gegner viele Zehner hat, sogenannte oder 9 Halber. Das heißt also, es ist ein Rathaus 10. Der keine Infernos hat, aber trotzdem 240 Truppen, in der Regel schon hohe Truppen selber, also Level 5 Valkyre oder Level 5 Golem oder auch Bowler, und dementsprechend müssen wir solche Gegner immer so ein bisschen aufholen. Das heißt also, viele Neuner von uns müssen solche starken Bases machen, werden in der Regel von solchen Bases dann überrannt. Wir schauen uns mal 17 an. 17 fand ich einen besonderen Angriff von Nelita. Ist nämlich ein klassischer Go-Vibe, was ich nicht schlecht finde. Go-Vibe ist wieder im Kommen. Die Base ist eigentlich dafür gemacht, dass man, sage ich, also so hätte ich sie gemacht, Nelita hat allerdings noch keine 6er Loons, dass man hier in die Mitte reinkommt mit Valkyren. Und sobald diese 4 Lars hier weg sind, kann man hier ganz bedenkenlos ein paar Loons um diese Base herum droppen. Und macht diese Base eigentlich dann auch. Der hat sich jetzt für einen Go-Vibe entschieden. Auch den gucken wir uns an. Sie funnelt also auch sehr gut, muss ich sagen. Da gehen leider die Päcker trotzdem noch aus, weil das Lager zu spät gemacht wurde von dem King. Am Ende hat sich eigentlich ein bisschen rausgestellt, war gar nicht so schlimm, dass die noch ausgehen, weil die natürlich außen super wegklingen, tanken so ein bisschen, haben gute Healpoints. Tesla machen ja sowieso schon keinen doppelten Schaden mehr, das heißt, stellen überhaupt keine Gefahr mehr dar. Der Packer ist dementsprechend eigentlich jetzt ein Tank, der alles tanken kann und halt alles zerstört. Er geht halt bevorzugt auf irgendwelche Gebäude und nicht speziell auf Fs oder so, oder wenn er angeschossen wird. Und das hier war, finde ich, dann auch am Ende ein starker Fight. Base war schon gut ausgebaut von der Defensive, was die Erddefensive angeht, und es überleben sogar alle 3 Packers. Also das ist schon, war schon ein guter Kampf. Und dafür, dass Raphaelita neu bei uns im Plan ist, war das auch für sie ein guter CK. Wir können noch ein bisschen höher gucken. Den hier hat der Clemens, der Schrimsi, relativ spät gemacht. Hier sieht man das mal, wie mächtig immer noch die Valkyren sind. Er bricht die Base also mit Erdbebenzauber auf. Das ist ein Zauber, der mir fremd ist. Ich nehme den also nicht so gerne, muss ich sagen. Eher selten, weil ich mag den ehrlich gesagt selber nicht. Ich nehme lieber Sprung und habe dann noch einen von den dunklen Zaubern mehr, in der Regel 2 Gift. Aber er kommt hier natürlich sehr easy in die Base rein. Auch hier spule ich mal vor. Mauerbrecher richtig gut gesetzt, und die Valkyren können so richtig schön fetzen in der Mitte. CB war überhaupt kein Thema, da war schön die Queen dahinter, und dann waren das sehr, sehr schnell, sehr, sehr easy 3 Sterne. Hier sieht man auch mal den Bombenturm, den neuen. Naja,
der es jetzt so unbedingt bringt. Ich habe das auch schon festgestellt. Ich habe jetzt auch Max für RH9. So, der Heilbringer ist er nicht. Ich denke mal, die günstige Position von diesem kleinen Bombenturm ist da sicherlich ausschlaggebend. Je nachdem, bei mir steht er auch hinter einer Mauer. Das heißt also, Magier können aus der Ferne machen und erleiden vielleicht nur ein bisschen Schaden. Gerade jetzt, wo sie auch flex sind, haben wir nochmal viel Hitpoints dazugekriegt. Aber auch hier sieht man diese 3 Sterne. Sehr schön gemacht. Ich zeige auch mal einen Gegnerangriff, weil ich muss auch sagen, der Gegner hat auch gut angegriffen. Und zwar muss ich sagen, mit Nummer 16. Sieht man jetzt eher selten die Kombi, aber auch sie ist wieder im Kommen, nämlich mit den Greenwalk 4. Und funnelt auch sehr gut, muss ich sagen, denn auch hier spule ich wieder vor. Mit den 7 Hexen, die regeln dann doch schon ziemlich stark innerhalb der Base. Und hier hat sich das, glaube ich, ausgezahlt, dass die Base von Linka noch nicht so stark ausgebaut ist und es auch nicht so wirklich eine CK-Base ist. Sie wollten noch umbauen, hat es aber nicht mehr geschafft. Ist nicht so tragisch, kommt halt vor. Das nehmen wir da nicht so streng. Weil jeder wird ja mit jedem CK, sagt mal, ein bisschen erfahrener, jeder wird mit der Zeit ein bisschen stärker und weiß, wie so eine Base tickt, wo ich kleinere Veränderungen nur treffe. Also ich treffe in meinen Bases eine kleine Veränderung, mal ein Bömmchen hier, mal ein Bömmchen da und gucke immer, wo war denn hier jetzt die Schwachstelle. Ich meine, es ist immer schwer, gegen gute 9er oder dann 10er als RH9 zu bestehen. Aber das war wirklich auch ein guter Angriff vom Gegner. Auch dem muss man mal Lob zollen. Und von daher fand ich die Geschichte eigentlich auch ganz ordentlich. Schöne 3 Sterne. Hatte ja gesagt, so schlecht war der Gegner jetzt auch nicht. Wir hatten halt hier und da ein bisschen mehr Pech. Aber das war ein guter Angriff. Die 16 hat auch 2x3 gemacht. Und zwar genau in der gleichen Kombi. Okay, wir gehen ein bisschen höher bei uns. Hank hat sehr schön Dreier auf das RH9 hier gemacht. Full maxed diese Base hier mit relativ hohen Held in der Mitte. Aber für ein RH10, hatte ich ja vorher schon erklärt, sollte so eine Base eigentlich nicht so das Thema sein. Je nachdem, man kann Pech haben, dass die hier Truppen nicht gut reinlaufen, aber auch hier sieht man King und Queen voll in der Mitte, Bowler voll dabei, der Fries auf die Clanburg-Truppe, der Drache, haben wir fast nie gesehen, so schnell war der weg. Und der Rest ist eigentlich Geschichte, weil das ist letztendlich, so wie ich das sehe, setzen diese Base auch viele als Farmbase ein bei sich und dementsprechend werden diese Bases teilweise damit mit Farmtruppen, ich sag mal Magier, Riesen, so ein paar anderen Truppen dabei. Wirklich 3 Sterne, aber zwar auch sie, schöner 3 Sterne. Sauber vom Händler. Wir gehen noch ein bisschen weiter nach oben. Hier haben wir einen Angriff von unserem Mastengo. Mastengo ist RA11, aber noch nicht so lange. Aber wir sehen hier, er hat Bowler schon auf Max. Ist natürlich schick. Im Moment sind die Bowler immer noch sehr, sehr stark. Und RA11 gegen RH10 dann auch mit relativ hohen Helden, die Maste hier hat, ist so eine Base sicherlich einfach zu machen, wenn die Truppen dann gut laufen. Aber man sieht selber, der Funnel ist absolut super geglückt. Da kann alles nur noch richtig in die Mitte gehen. Und Warden schön dahinter. Der Sprungzauber geht sogar, glaube ich, über das Rathaus hinaus. Das heißt, die Truppen müssen eigentlich bis zur Clanburg kommen, also wo der Single-Inferno noch steht. Das kam ihm natürlich ein bisschen zugute, dass da ein Single stand und kein Multi. Das ist ganz, ganz schnell Geschichte. Dahinter haben wir noch eine kleine Tesla-Farm. Aber jetzt zündet er erst seinen Warden. Das ist natürlich auch eine gute Aktion gewesen, den so spät zu nehmen, wo jetzt erst die Tesla-Farm drauf poppt.
Und am Ende, haben wir ja schon vorher gesehen, werden das ganz locker 3 Sterne. Super gemacht. Ich weiß, dass Tobi im Moment ein bisschen angeschlagen ist, hat eine Mittelohrentzündung, die echt nicht nett ist. Ich hatte das früher auch als Kind sehr, sehr häufig. Und dann hat man nicht unbedingt noch auf irgendwelche Geschichten, die man machen muss, so ein bisschen Kleinpflicht sind. Aber der hat hier ganz sauber seine beiden angemacht. Und der hat ihm vielleicht wieder ein bisschen Auftrieb für seine Gesundheit gegeben, dass es wieder da ein bisschen vorangeht, dass er da relativ schnell wieder gesund ist, weil das auch echt der Boden ist, muss ich sagen. Wir machen noch den größten Feind in Clash of Clans, nicht meine Beute. Gehen noch ein bisschen weiter nach oben. Hier haben wir in der Regel 2 Sterne, da sind wir auch immer froh, wenn 2 Sterne rot werden oder teilweise auch nur 1 Stern. Ihr seht das selber, hier hat der 6. den 1. gemacht, der 4. den 2., weil hier oben haben wir uns ein bisschen schwer getan, die Bases sind aber auch verdammt gut. Ich meine, der Gegner hat sich bei uns oben noch schwerer getan im RH10, RH11 Bereich. Hier hat also jede Base maximal 1 kassiert, Max hat 2 kassiert. Und ich würde sagen, wir gucken uns den Angriff von Olig einmal an, den habe ich selber noch nicht gesehen. Wir sehen ja also nur typische RH11 Ringbase, die man aber als RH10 eigentlich ganz gut machen kann. Vor allem, wenn die Lars so stehen, die beiden hinteren Lars. Ich halte das mal eben an, das ist eigentlich der Clou an der Sache. Deckt das Rathaus jetzt gar nicht mehr. Das heißt also, wenn man von hier vorne kommt, hat man in der Regel bis zum Rathaus freie Bahn, ohne dass noch eine Luftabwehr eingreift. Das ist natürlich richtig gut. X-Bogen stehen hier alle auf Boden, was ich nie verstehe bei den RH10 und 11er Bases, dass die mal alle auf Boden stehen. Kaum jemand hat X-Bogen mal auf Luft gestellt, weil vermutlich auch nicht jeder vermutet, dass man genau so eine Base hier eigentlich ganz, na, nicht easy, aber schon sehr, sehr gut aus der Luft machen kann. Er kommt ja also mit Drachen rein, rechts, links, wird ein bisschen gefunnelt. Die Adler-Dev schießt jetzt schon, allerdings macht sie ja nur vermehrten Schaden. Ich meine, sie macht schon viel Schaden, aber vermehrt Golem. Da wir hier keine Golems haben, hält sich der Schaden, finde ich, in Grenzen. Jetzt gehen einige Drachen eigentlich gut rein, aber jetzt kommt die Klammer raus und hier in der Mitte ist nur ein Drache, was natürlich schade ist. Aber trotzdem hat Olli hier 1 Stern geholt, der war wichtig. Und der war auch gut, der hat nämlich auch 9 EP gegeben. Es gibt ja wesentlich mehr EP, wenn man etwas höher angreift und dementsprechend war das ein super Angriff für uns, vor allem der war kurz vor Schluss. Das dezimiert dann natürlich nochmal einen Gegner, der relativ gut rangekommen ist, aber am Ende hat unser Team mal wieder komplett angegriffen. Leider hatten wir auch einen Verlust mal wieder. Hier unten im RA8 Bereich haben wir jemanden gehen lassen müssen und der Gegner hat auch seine Angriffe durchgebracht und auch selber einer hat hier angegriffen, dass die jetzt auch keine rausgeschmissen haben, weil sie schlecht gespielt haben. War ein guter Gegner, hat uns gefreut. Und ich würde sagen, wir sind damit am Ende. Ich spiele gleich noch ein bisschen Clash, ich brauche noch ein bisschen Pumpes. Dann ging es irgendwann mal fertig und mal sehen, ob ich den Wochenend-CK etwas ausführlicher dokumentieren kann. Danke, bis dahin und tschüss.